Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 mit dem Chris Bro. Moin Moin. Und dem Bob. Moin Moin. Wir sind immer noch hier unterwegs. Jetzt haben wir gemerkt, da sind Sprengfallen, hier sind Sprengfallen. Dann und wir müssen. Vielleicht doch nochmal hier. Eieiei. Wir müssen aufpassen. Von da kamen wir eigentlich eben. Ja, aber es ist richtig jetzt, genau. Glaube ich auch. Wir sind immer noch auf dem Weg zum TV-Sender. Hoffen, dass Lea halt noch da ist und noch nicht Wind bekommen hat von Elle. Siehst du, was ich sehe? Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Das ist echt für dich das Spiel, ne? Ja, schon. Also, wenn ich ein Ziel habe in diesem Spiel, dann ist es alle... Nicht schlecht, ich hatte die Trisomie. Egal, kriegst du das noch mehr Glas rechts von dir? Da, guck mal da. Glas. Ich meine, das bringt auch nichts, aber... Mach nichts. Stopp. Okay, jetzt, wo der Stopp gesagt hat, dann höre ich auf. Gut, dann lass mal weiter gucken. Richtig. Ich muss es noch einmal probieren. Ja, die kriegst du nicht. Die sind zu weit weg, aber deine Lampe leuchtet, das finde ich gut. Ja, das ist wichtig. Die haben aber viele Fallen gelegt, tatsächlich. Ne? Ja, sehr viele hier, auf jeden Fall. Die wollen dafür sorgen, dass es für dich schwierig wird. Ach, guck mal hier, können wir ein neues Sofa kaufen? Sieht gemütlich aus. Sieht wirklich gemütlich aus. Also ein bisschen angeranzt schon, aber... Ja, aber so muss es manchmal auch ein Ledersofa sein. Ja, stimmt. Dann ist es gemütlich. Dann ist es richtig gemütlich. Kommodig. Kommodig. Hügeli. Ist ein schönes Wort. Und hügeli auch. So, also, was haben wir hier? Ein Zettel. Oh, da ist ein Code. Oh. Ah, nee. M. Sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Stacys Telefonnummer genommen. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. 2 wissen wir nicht, aber 5501 wissen wir schon. Ja, gut. Alles klar. Die anderen müssen wir dann raten oder wir finden das noch irgendwie? Ja, Stacy halt, ne? Aber hatten wir nicht alle Stacys Nummer? Ja, moin. Alles klar. Ist alles okay? Der Vollstrecker hat wieder zugeschlagen. Dem habe ich ein Ende bereitet. Ja, Stacy. Ja, das wäre jetzt was fürs Ratespiel, ne? Es sei denn, du findest noch was. Ja, vielleicht finden wir auch noch was. Die gute Stacy. Ja, wie finden wir das denn jetzt heraus? Wo ist hier jetzt der... Ja, wir können doch mal im nächsten Raum gucken. Schadet ja nicht. Ah. Mensch, du, call Stacy. 550133. Das Witzige ist ja, ich hätte gesagt, probier die 33. Ja, witzig. 3 und 3, ja, das ist dumm, aber ja. Probieren wir mal. Das ist, ja, dumm. 5-5. Richtige Richtung, Crossbow. Ja, das höre ich. Finde ich gut. Geht auf. Oh Mann, wir sind gute Code-Knacker. Und was war drin? Ein paar Pillen. Das nehmen wir auch mit. Achso, die kommen von woanders. Medpack war drin. Das können wir gar nicht benutzen gerade. Das ist ja traurig. Der Safe hat jetzt nicht so viel gebracht dann für uns, aber gut. Stimmt mich traurig. Schon ein bisschen. Hier laden wir mal nach. Können wir dann davon... Ach nee, das ist alles Pumpgun-Munition. Nee, da können wir leider gerade gar nichts von mitnehmen. Ja, wir haben es probiert. Ja, eben. Was willst du machen? Wir haben es probiert. Und mehr geht dann manchmal auch einfach. Mehr geht dann manchmal nicht. War dann hier noch irgendwas anderes? Nö, Stacys Nummer, ja. Außer das nicht. Ja, gut. Stacy war wohl beliebt. Ja, so habe ich Stacy kennengelernt. Ich bin auf Toilette. Auf Toilette. Ja. Ey, was? Dina sorgt aber auch manchmal echt für Schockmomente, ne? Ja, manchmal schon. Der taucht plötzlich so, Kuckuck, der Kopf auf. Der muss aufpassen. Gut, aber dann, Alter, man muss hier echt aufpassen. Ja, ist richtig. Haben wir das auch schon wieder hinter uns?
Na, schauen wir mal. Immer noch viel Liebe. Da waren wir von... Gehen wir dahin. Ja, vielleicht mal. Chris, Bro! Die hast du diesmal auch nicht gesehen. Ich hab mich voll erschreckt. Oder erschrocken. Ja, vielleicht auch das. Ach nur, jetzt müssen wir da nochmal hin. Ja, Stacys Nummer musst du nochmal, aber da war, doch, da war ein bisschen was drin, ne? Ah, ne, ist offen. Schon offen. Na gut. Prima! Dann ist ja. Das hast du aber diesmal auch nicht gesehen. War das Tod Nummer 3. Okay. Da ist eine Sprengfalle, Chris Bro. Ja, die habe ich wohl gesehen. Da ist ein Ford Fiesta, Chris Bro. So, und hier müssen wir jetzt aufpassen. Ja. Ach, da ist die. Ja, okay. Das ist halt doof. Hier kommt wahrscheinlich nicht auf durch. Das ist auch ein. Ja, aber hier ist auch ein. Ja, du musst was reinschmeißen da. Achso, oder wir müssen hier rüber vielleicht. Ja, oder du schmeißt da einfach was rein. Das hohe Gras macht mich. Schmeißt du da was rein? Ich weiß nicht, ob man da was reinschmeißen kann. Ja, von dem Zeug. Vor allem, wie kommst du hier wieder weg? Oh, da durch vielleicht. Feel her love. Wer ist hier da vorne? Ja. Hier so praktisch. Ein Umzugswagen. Erinnert mich ja immer so ein bisschen an Scrubs, wo Elliot da im Wohnzugswagen, ja. Wohnt. Ja. Praktisch. Kannst halt alles mitnehmen. Oh, da ist wieder eine. Und auf der anderen Seite? Nicht. Ja, gut. Guck, komm hier drunter. Ja, musst du wahrscheinlich sogar. Da wird keine Sprengfalle sein. Nee, nee. Das sieht aus wie der. Da ist eine. Ist richtig. Da ist eine. Ist richtig. Da ist eine. Auch eine. Ja, jetzt wird es langsam schwierig. Jetzt müssen wir. Aber da liegt ja auch eine Flasche. Wir können mal probieren. Nee, nimm nochmal eine. Ja, genau. Schmeißen. Ja, nicht so, Chris Brown. Ja, aber vielleicht geht genau es auf die Seite. Auf die Seite? Ja. Viola. Kennst du sie? Sie ist eine Franzose. Viola. Die gute alte Viola. Schon wieder News Channel Wagen. Wir nähern uns. Da ist Draht. Da ist Draht. Du musst wieder werfen. Auf die Seite, Chris Brown. Ja, mach ich ja. Aber Dina. Nicht Dina abwerfen. Alter. Ja, gab Rückstoß. Das war zu nah. Kurzer Tinnitus. Hast du Schaden bekommen? Dir geht's gar nicht so gut, Chris Bro. Oh. Hä? Ja, war das eben oder war das schon lange weiß her? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir nehmen mal ein Map-Pack. Kannst du eins herstellen? Bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Ja, easy. Dann können wir auch mal wieder was einsammeln. Der nächste Corny ist deiner. Da sind wir ja nicht so. Geht's hier hoch? Ja, das sind die Jahrweinberge. Und hoch. Die Jahrweinberge. Grüße. Kennt sie. Wow. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kann ich hier hochklettern? Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Ja, dann muss ich ja hier vielleicht erstmal wieder runter. Und dann schmeiß ich da was hin. Aber kann ich aber das hier machen? Hä? Ja, schon, aber das trifft dich nicht. Keine Ahnung. So, meinst du, das trifft so, wenn ich das hier schmeiße? Schwer zu sehen. So? Könnte auch rübergehen, keine Ahnung. Oh, das ist ja schwierig hier. Aber da kann ich... Wenn du da rechts hochgehst, erstmal, also wirklich Stück für Stück. Ja, das kann ich natürlich probieren. Ich denke schon. Ja, das ist wahrscheinlich der Weg. Und dann den Glücksbackstein halt immer werfen. Da hast du ja ein paar Backsteine. Ja, muss ich hier auch. Das hört auch niemand zum Glück. Achso, ich glaube, die sind jetzt aber beide hochgegangen. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja, genau, das ist es ja. Wir locken, glaube ich, die. Sie locken uns in einen Hinterhalt. Ja. Also auf jeden Fall wissen die Bescheid, ganz ehrlich. Ja. Das war ja überall also, zu hören. Wenn da jemand ist, dann. Mann, ich muss da rein. Wissen sie das jetzt auch? Ja, dann hier wohl rüber. Denke auch. Gut gemacht, Chris Bro. Ja, sehr stark. Acht auf Sprengfallen, Chris Bro. Definitiv. Drei Tote reichen, Chris Bro. Da ist eine Autoscheibe. Das habe ich gesehen. Chris Bro, du sollst dich umgucken. Guck dich um. Na gut. Da ist... Oh, wir sind da. Leise jetzt, pack das weg. Hör jetzt mal auf mit den Scheiben, Mann. Ich glaube, das war eine Botschaft an mich. Scheint leer zu sein.
Aber trotzdem können wir nochmal gucken, würde ich ja, sagen. Ja, ja, definitiv. Siehst du einen Weg rein? Aber acht auf Sprengfallen, Chris Brown. Mach ich. Wobei ich glaube, hier auch so große Distanzen. Findest du nichts? Ist das ein Generator? Ja, irgendwie schon. Aber nur für die Laterne, glaube ich. Ja, ist da ja auch. Für den Scheinwerfer hier. Laterne. Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Geh auf mein Licht, geh auf mein Licht. Okay. Was haben wir hier? Scheren. Kannst du Sprengfallen machen? Du? Sprengfallen? Haben wir schon drei. Okay, dann. Oh, wir haben alles. Aber da kommen wir so nicht hoch. Nee, du sollst ja klettern. Das hat sie ja schon gesagt. Her? Ja, ich dachte, wir gucken uns generell nochmal um, aber ja. Nee, Chris Bro, da nicht. Ich wollte da aber hoch. Ja, aber warum? Auf den Wagen. Ich bin der mit dem Nachrichtenwagen. Kann sie dir da nicht helfen? Nee. Anscheinend nicht. So sie nicht. Du kommst dann da aber hoch. Hier. Und dann hier. Und dann da. Da. Und dann bist und dann du da. Da. Sehr gut, sehe ich ja, genauso. Wohl. Da liegt schon einer. Weißt du, wie der da liegt? Wie der Josch. Grüße. Gehen raus. Tommy war hier. Brutal. Tommy. War das Tommy? Ich weiß nicht, ist Tommy so brutal? Ja, das, der oh, kann man hier hoch? Ja, sollst ja, du auch. Da. Warte noch kurz. Aber dann gucken wir erstmal da hinten. Guck mal, ob der noch Stolperdraht ist. Ein Bogen! Oh. Irgendwer hat einen Bogen. Tommy hat einen Bogen. Kannst du dich da reinzwängen? Nee, ne? Nee. Nicht Annie got a gun, sondern Tommy hat einen Bogen. Wir kennen's nicht. Ja, das Erfolgsmusical. Ja, ich glaube, der. Oh, da würde ich aber auch gern hinsetzen. Das stimmt. Das lässig. Kann man machen. Mit das lässig. Ja, doch, das ist ganz nett hier. Aber was kostet da der Led Macchiato? Das ist hier stabil. Ja, Chris Bro, wir haben es gemerkt, Chris Bro. Die anderen Scheiben bestimmt auch, Chris Bro. Ja, Mist. Okay. Oh. Da liegt wieder ein Hammer. Aber du hast ja was Gutes. Oh, ach nee, eine Achse ist das sogar. Aber die hat schon zwei Ladungen raus, hast du gesehen? Das habe ich gesehen. Die wurde schon benutzt. Hallo. Jetzt ein Corny. Erstmal Schnaps. Der ist gut. Und ein Corny. Den brauchtest du den auch. Den brauchte ich. Ja gut, hier die Besetzungscouch ist natürlich auch da. Oh, das wären genau mein Separé da hinten. Die Besetzungscouch? Ja. Alles klar. Schon geiler Laden. Das ist nicht meine Couch hier. Nee, das ist nicht meine. Gut. Ja, mal schauen. Eher noch die Sessel. Ja, die Sessel gehen in Ordnung. Duck dich, Chris Bro. Channel 13. Ich mochte ja Channel 12 lieber, aber... Ja. Warte, zeig mal die Bilder an der Wand. Damit. Ja, was ist damit? Kann ich mit dir reden, oder? Was steht denn da? Was ist damit? Das sieht man nicht. Nee? Nee, stimmt. Da kann man was lesen. Ach was. Oh. Alarm. Ja, hier. Der Janitor. Oh, wir haben 40 zusätzlich. Sehr gut. Das heißt, wir können hier mal wieder was entwickeln. Oh, meinetwegen, nehmen wir das auch mit. Wir können es gerade eh nicht besser einsetzen. Nee, die guten Sachen kommen erst noch, aber das finde ich aber fast schade, dass du nicht quasi nicht die Wahl hast, sondern dass du es der Reihe nach steigern musst. Oh, aber hier geht's nicht. Vielleicht brauchst du jetzt auch mal die Scheibe. Die nicht. Was ist das eigentlich für ein geiles blaues Kabel? Hier oben. Ja. Da wollen wir doch mal lang gehen. Ja, hallo. Oh, guck mal hier, die große Kamera. Die macht gute Bilder, oder? Das glaube ich auch. Ach,
Wir wollen ja auch gut aussehen, Chris Bro. Nicht, Tommy. Wie immer. Dina läuft da schon irgendwo und die Verrückte trümmert jede Scheibe ein. Nein, Chris Bro. Was zum Teufel war das? Was da links passiert? Wow. Ach, was ist hier insgesamt passiert? Meinst du, sie sind noch hier? Ich hoffe nicht. Aber halt die Augen offen. Ist Tommy ein Kranker? Ich sag das Wort nicht, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Kann ich die da bitte irgendwie runterlassen? Ja, ist das gut? Weiß ich nicht. Aber wenn du den Film drehst, kannst du es machen. Boah, Alter. Ja, okay. Hier sind die Nachrichten. Das Bild scheint momentan zu hängen. Mit, Ellie hat aber auch gerade einen Blick drauf. Oh ja. Die mag Nachrichten nicht so gerne. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir kommen zum Wetter. Mit Ulrike von der Grünen. Ja. Zum genau. Sport. Das ist aber Sport, genau. Grüße gehen raus. Würdest du gerne arbeiten eigentlich? Bei den Nachrichten war das mal so eine Idee von dir? Da kannst du rüberspringen. Bei den Nachrichten? Du kannst aber auch rüberklettern nachher. Nee, muss nicht springen. Ja, okay. Ja, hätte ich mir vorstellen können, jo. Witzig, ich auch. Jo. Ich hätte keiner sehen wollen, aber ich auch. Das ist mir ja egal. So, also, so. Nachrichten, Leute, fand ich schon immer gut. Aber das ist halt auch so ein Ellenbogensystem da. Das glaube ich auch. Und da habe ich schon wieder weniger Bock drauf, muss ich sagen. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, dazu muss man ein bisschen ein Arschloch sein. Ja gut, das ist nicht das Problem. Ich weiß, Bob, ich weiß. Schon wieder alles voll, Chris Bro. Finden wir hier noch? Oh, das nehmen wir mal mit. Mal wieder ein Bierkulis machen. Oh ja. Ja, dass du die Klingen nicht mitnehmen kannst, das ja. Nein. Ah! 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 Schön. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Dann zwäng dich mal durch. Oh, Chris, Bro. Bob, ich muss das tun. Das ist ein innerer Zwang, ne? Schon. Lange keine Sammelkarte mehr gefunden, aber da ist sie. Das wäre witzig. Ne. Wieder was für Bicules. Ja, mit Panzertape kannst du alles machen und eine Sammelkarte. Das stimmt. Joshman baut uns die da draus. Hat mich gewundert, dass er an deinem Wasserhahn nicht Panzertape montiert hat. Schon, aber er hat ihn repariert. Nochmal danke geht raus an den Joshman. Der ist ein Monster. Bon. Handwerker. Bon. So. Ja. Fertig. Ja, aber was hat uns das Ganze gebracht? Also, hier ist keiner mehr da beim Kanal. Nee, ich glaube auch. Und wir wissen halt auch immer noch nicht, wer das war. Zeig mal, geh nochmal zu diesem Blutding. Sagt sie da gar nichts zu? Da, zu diesem. Das sieht ja fast aus wie ein Symbol. Oh, wenn du mich fragst. Das ist doch nicht normal. Definitiv nicht, ne. Aber. Das ist doch paranormal. Boah, stell mal vor, der. Vielleicht wurde es aufgenommen, was hier passiert ist. Meinst du? Na, wahrscheinlich. Nee, nicht. Da ist ja keine Kamera drauf gerichtet. Nö, nee, glaube ich nicht. Ich muss mal was ausprobieren. Ah, hat geklappt. Jetzt können die da auch besser durchgucken. Das war ganz schön doll dreckig. Gut, Chris Bro. Ja, dann mal. Warst du jetzt oben überall? Ich dachte eigentlich schon, ja. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach wieder abhauen. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich halt eigentlich auch nicht. Da müssen wir genau gucken. Läuft auch auf wie so ein Bescheuerter da jetzt mit ihrer Waffe rum. Ja, du bist ja bis zur anderen Seite gelaufen, oder? Aber hier kann man draußen auch noch irgendwie weiter. Ah ja, hier wartet auf jeden Fall Dina. Das nehmen wir mal als Hint. Shit.
Hättest du da eigentlich dich lang crouchen können an der Seite? Nee, Alter, das ist nicht. Noch an der Seite? Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will da oben. Nur sei vorsichtig. Ah, vielleicht können wir da hoch. Ja, aber wie? Dann kannst du wirklich da lang laufen. Das kann sein, ja. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber das geht wohl wirklich. Einschlagen, 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 scheinbar. Oh Mann, Chris, Bro. Oh, Bob. Okay, dann lassen wir es, wie es ist. Nein. Oh, da hinten wurde auch wieder jemand exekutiert. Aber wenn das alles Tommy war, wie viele Leute hat der denn schon auf dem Gewissen? Das ich glaube mittlerweile. Du kannst doch nicht als Ein-Mann-Armee da so durchrennen. Und ich glaube das mittlerweile auch nicht, dass das Tommy alles war. Und warum sollte Tommy. Ja, so aber die Army ist es ja scheinbar auch nicht. Wer dann? Das weiß ich halt auch noch nicht. Gibt es die Fireflies doch noch? Ja, möglich. Oder, habe ich auch noch überlegt, sind die Fireflies jetzt die Wolves? Ja, klar. Oder dass sie irgendwie mit denen zusammenarbeiten oder ja daraus entstanden sind oder was weiß ich. Es ist alles möglich. Und zum Abschluss des Parts finden wir hier noch einmal eine Karte. Das ist eine gute. Das ist Kimimela. Habe ich mir schon immer gewünscht. Alles klar, das ist die Druidenkarte. Tja. Ja, ist okay. Ja, kann man machen. 80-60 kann man machen. Das ist eine Heldin. Okay, ich würde sagen, damit beenden wir diesen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Seid auch mit dabei. Ja, wenn es euch gefallen hat, drückt mal wieder einen Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal. Das sowieso. Abonnieren, favorisieren, was auch immer. Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Kann man überhaupt noch favorisieren? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ihr wisst das bestimmt. Schreibt es in die Kommentare. Joho. Oder tut es einfach. Bis denn. Tschüss.